Heftige Unwetter mit Starkregen haben gestern in Teilen Deutschlands zu Überschwemmungen geführt. Wie hier in Baden-Württemberg standen vielerorts Straßen unter Wasser, zahlreiche Keller liefen voll. Die Feuerwehr rückte zu vielen Einsätzen aus, auch in Thüringen. Die Regenfälle hatten dort Schlammlawinen ausgelöst. Die Kanalisation konnte die Erd- und Wassermassen nicht mehr fassen.